Oh yeah. Warte, ich muss das Story machen. Because it's look fucking delicious, Alter. Die warte, Aufgabe. Wir müssen noch erstmal Hallo sagen. Achso, stimmt. Das ist ja gerade noch der Vlog. Hallo Vlog. Nee, das ist schon das Mukbang, aber wir haben noch nicht Hallo gesagt. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und zwar ein Mukbang. Ja. Ein Mukbang. Wir haben richtig Hunger. Wir haben hier richtig nice und Food geholt von einem richtig nicen Laden. Oh mein Gott, ich bin richtig begeistert. Gestern schon die ganze Zeit. Nicht nur, weil ich Hunger habe. Ich liebe diese Soßen und so. Einfach also, krank. Es schmeckt schon sehr lecker, aber sie übertreibt ein bisschen, muss man dazu sagen. It's just my opinion, man. Pommes. Ich habe eine Chiköfte Bowl. Eine Bowl, oh mein Gott, wie nice. Und Pommes. Ich habe einen Chiköfte Wrap. Sieht sexy aus. Boah, und da ist so, und es ist alles vegan. Also sogar die Dips sind vegan. Da gibt es so eine Joghurt-Minz-Gurkensoße. Gurke? Glaube ich zumindest. Und es riecht so geil. Es ist richtig so erfrischend. Es ist richtig geiles Essen. Ich bin richtig begeistert. Oder Freunde, das sieht auch sehr, sehr nice aus, oder? Oh shit. Wir fangen jetzt einfach an zu essen, okay? Ja. Oh yes. Oh hell ja. Yes, glaub mir. Oh mein Gott, es schmeckt einfach so gut. Und gebt euch mal, wie nice es einfach aussieht. Normal finde ich so To-Go-Sachen danach immer, fühle ich mich dann so schlecht, so Fast-Food-mäßig. Aber bei dem fühle ich mich danach gut. Pablo, wir fangen erstmal so an, weil ich will gerade nicht eine Frage stellen. Wie geht's dir gerade? Es schmeckt wirklich gut. Ja, ich übertreib nicht. Es ist so. Also mir geht's eigentlich gut. Die letzten Tage waren ein bisschen stressig teilweise, weil Laia gerade zahnt. Ah, stimmt. Und das hat die letzten Nächte und auch die Tage ein bisschen anstrengender waren als sonst. Aber sonst geht's mir sehr gut. Wir haben uns für das neue Jahr sehr gut organisiert und neu strukturiert. Das stimmt. Dass wir das besser im Alltag einfach hinkriegen. Und ja, ich hoffe, ihr merkt es auch in den nächsten Wochen und Monaten, dass es einfach regelmäßig jede Woche bam, bam, bam Videos kommen. Und wie geht's dir, Marci? Mir geht's auch richtig gut. Ich bin gerade eigentlich echt zufrieden mit meinem Leben. Das sage ich nicht nur, weil ich gerade was zu essen habe. Und das tut so gut, dass wir uns richtig gut organisiert haben, gell? Mhm. Wir haben so einen richtigen Plan und bis jetzt funktioniert es auch gut. Und wenn man produktiv ist und es dann gut schafft und so der Plan aufgeht, dann fühlt man sich einfach gut. Ja. Einfach weil man sich die Sachen, die man vornimmt, auch schafft und es ist einfach ein geiles Gefühl. Ja. Achso, was ich noch beifügen wollte, warum es mir gerade auch sehr gut geht, oder gut geht. Weil du mich liebst. Einerseits das, aber wir haben auch gerade Besuch. Und zwar sind jetzt seit einer Woche ungefähr, ist mein Papa bei uns zu Besuch, also der lebt gerade bei uns. Für die, die es nicht wissen, der lebt ja in Argentinien und ich habe ihn jetzt fast 2 Jahre nicht gesehen und deshalb ist es natürlich auch cool, dass der da ist. Und Laia hat nächste Woche Geburtstag. Laia hat einfach nächste Woche Geburtstag, ist einfach 1 Jahr alt. Und krass. Das habe ich gestern auch in meiner Story gesagt, als Fun Fact. Fun Fact Friday. Habe ich gesagt, gestern wäre der eigentliche Geburtstermin von Laia gewesen. Mhm. Aber sie wollte sich noch ein bisschen Zeit lassen. Vorgestern. Aber genau vor einem Jahr. Oder? Ah, nee, heute, ja. Genau vor einem Jahr haben wir einfach nur noch auf sie gewartet und sie kam nicht. Mhm. Ich weiß, also es ist voll krass, dass schon einerseits voll krass, dass es 1 Jahr schon her ist. Und andererseits kommt es mir vor, als wäre es ewig her. Weil ja, vor einem Jahr hatte ich einfach so übelst den fetten Bauch. Ja. Also der war noch nie so groß. Also es war so Endstadium. Stadium. Mhm. Und deswegen kommt es mir auch irgendwie voll lange her, weil ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, wie es mit so einem Bauch war. Also schon ewig her. Echt krass, wie das Jahr jetzt irgendwie vergangen ist. Irgendwie kam es mir auch schnell vor, irgendwie kam es mir aber auch ewig vor. Ganz seltsam irgendwie. Mhm. Kann ich gar nicht beschreiben. Irgendwie ganz anderes Gefühl als sonst die letzten Jahre immer. Wir sind einfach Eltern. Schon cool. Guck mal in die Kamera. So. Digga, was für Big FM. Halt mal dein Mäulchen. Guck mal in die Kamera. Guck mal, wir sind einfach Eltern. Hallo. Ich bin ein Eltern. Wir müssen mal einen Mukbang von dem, bevor wir Eltern geworden sind, mal angucken, wie wir uns, also wie wir da aussehen oder so, oder wie wir uns verändert haben oder keine Ahnung. Ob man so merkt, also weißt du, wie ich meine? Mhm. Es wird Zeit für die erste Frage, oder? It's time for the first question. Soll ich raussuchen oder willst du raussuchen? Ich suche raus, ich habe meinen Finger abgeschleckt. Okidoki. Pommes sind auch nice, weil die so Pommes groß sind. Und die sind einfach knackig aus so und baked potatoes. Wirklich, ich bin einfach begeistert. Die machen auch Catering. Ich habe euch den Laden mal in der Infobox verlinkt, falls ihr in der Nähe Stuttgart kommt. Das ist eine gute Frage, das ist schon richtig interessant. Da haben wir auch noch nie drüber geredet. Was würdest du als erstes machen, wenn du ich wärst? Wenn du Marcia wärst, was würdest du als erstes machen? Hm.
Ich überlege auch, was ich machen würde, wenn ich du wäre. Okay? Ich weiß es nicht. Vielleicht würde ich als erstes Leier stillen, um einfach mal sich, keine Ahnung, zu sehen, wie das sich anfühlt oder wie das keine ist. Keine Antwort. Aber, also, keine Ahnung, was anderes fällt mir jetzt nicht wirklich ein. Mhm. Ja, keine Ahnung. Wenn ich du wäre, dann würde ich, glaube ich, keine Ahnung, Fußball spielen gehen, um zu gucken, wie es ist, als Pablo gut Fußball spielen kann. Also ich kann natürlich auch gut Fußball spielen. Aber ich glaube, du kannst es halt besser und dann müsste ich so, dann wäre es richtig schnell und dann würde es sich voll krass anfühlen, weil ich sowas noch nie hatte. Dann wäre ich so richtig schnell und groß. Und dann Fußball zu spielen ist bestimmt cool. Ah. Wohin geht es dieses Jahr in den Urlaub? Haben wir uns dazu schon Gedanken gemacht? Ja, haben wir. Und zwar fanden wir das letztes Jahr, ich glaube, ich habe es auch schon in meinem Video gesagt, in meinem Dings Talk, könnt ihr gerne abchecken, da habe ich rund um meine Gedanken einfach rausgeredet, was mir gerade eingefallen ist. Jedenfalls haben wir uns letztens schon mal Gedanken drüber gemacht, was und wo wir Urlaub machen wollen, weil es uns letztes Jahr in Griechenland so gut gefallen hat. Da waren wir auf Kreta in so einem richtig nice Hotel, da hat alles gestimmt, war es direkt vom Flughafen im Hotel. Wir hatten All-Inclusive, das Essen war richtig geil, wir waren direkt am Meer und es war übel praktisch, weil wir alles da hatten und mit Laia halt einfach voll easy so war. Es war halt alles sehr babyfreundlich so. Ja, wir hatten nicht so einen langen Flug, kurzer Wege auch dann auf Kreta selbst und so. Und man hatte alles im Hotel. Mhm. Mhm. Jetzt haben wir halt gesagt, dann buchen wir das wahrscheinlich einfach nochmal. Weil viel besser geht es eigentlich fast nicht. Das war ideal für uns. Ja, also es gibt immer was Besseres, aber ich sag mal so, preis-leistungsmäßig hat das echt gestimmt und letztes Jahr hat es uns übel gut gefallen. Das war richtig nice. Und es ist halt einfach auch anders, wenn man mit Baby oder mit Kind reist, als wenn man alleine reist. Wenn wir jetzt alleine unterwegs sein würden, keine Ahnung, dann würden wir wahrscheinlich 4 Tage ein Airbnb da nehmen, dann nochmal 5 Tage da nehmen und so, weißt du, ein bisschen mehr so reisen. Flexibler unterwegs sein, mehr reisen, mehr so alles erkunden, Mietwagen nehmen und so. Aber es ist halt wirklich entspannter, wenn man, keine Ahnung, 2 Wochen ein Hotel hat, da alles wirklich top ist und ja, und man mit Baby dann nicht noch mehr Aufwand hat, wie sowieso schon. Ja, genau, deswegen gehen wir wahrscheinlich einfach wieder dahin. Ja, genau. Wir haben nicht so viel geplant. Ja, also im Mai sind wir wahrscheinlich in Südtirol auch ein paar Tage geschäftlich und bestimmt auch mal wieder ein paar Mal in Berlin und so. Das ist das Schöne an unserem Beruf, dass wir das noch gar nicht so genau wissen und immer mal wieder unterwegs sind, das ist echt cool. Ja, Dubai ist halt, ja. Ich weiß nicht, ob es abgebrochen ist, genau im Oktober, vermutlich ziemlich wahrscheinlich nach Dubai. Mhm. Und zwar geil, weil es einfach warm ist, da brauchst du auch nicht so übertrieben lange hin. Ja, 5,5 Stunden. Wenn du um die Jahreszeit immer wohin willst, wo es richtig warm ist, dann reist du halt, keine Ahnung, 10 Stunden fliegst du nach Mexiko oder was weiß ich wohin. Ja. Und Dubai geht noch, das sind 5 bis 6 Stunden. Mhm. Und ist halt auch übel geil. Ein ganz anderes Thema. Wieso regst du dich eigentlich auf, wenn ich nicht aufs Klo gehe? Wenn ich sage, ich muss aufs Klo und ich gehe nicht aufs Klo. Das ist für eine random Frage. Ist mir gerade eingefallen, weißt du wieso? Warum? Weil mir ist eingefallen, ich bin noch zu Mama vorhin gegangen, extra nur, also ich war ja bei der Post. Ja. Und weil es zu Mama näher war als nach Hause, habe ich ja gesagt, ich gehe kurz zu Mama aufs Klo. Mhm. Und dann habe ich vergessen, aufs Klo zu gehen bei der. Und dann habe ich es dir nicht gesagt, musste ich schnell aufs Klo gehen zu Hause. Und habe ich es dir aber nicht gesagt, weil ich wusste, dann sagst du, hey, wieso bist du nicht aufs Klo gegangen? Wieso regt sich auf, wenn ich nicht aufs Klo gehe? Es ist sehr ungesund, wenn man lange nicht aufs Klo geht. Und gerade Mädchen und du sind eh anfälliger, was Blasen. Mädchen und du? Also bin ich kein Mädchen. Nee, aber Mädchen sind allgemein für Blasenentzündungen anfälliger. Und wenn man lange nicht aufs Klo geht, also sie war zum Beispiel seit gestern Abend, war sie bis 13 Uhr, war sie nicht auf dem Klo, dann ist es halt ungesund, weil sich da Bakterien sammeln und so. Also ich bin kein Arzt, aber. Möchtest du noch eine? Ich wäre sehr dankbar. Oh, schade, okay. Dann kriegst du. Willst du die größere haben? Mir ist egal. Ist dir egal. Gib mir einfach eine, ich will nur noch eine essen, mir ist egal welche. Du willst die größere, gell? Na gut. Ey, dieser Dip, Alter, ich kann nicht mehr. Uff. Mm. Ja. Komm, soll ich nochmal eine nice Frage rausdroppen? Mhm. So aus dem linken Hüftschwung. Ja. Würdet ihr sagen, eure Beziehung war immer schön? Also, ich nenne das Video jetzt unser Beziehungstief. Also ich würde sagen, zu 95% war unsere Beziehung eigentlich immer schön, oder? Ja, also. Oder 90, keine Ahnung. Ja, also unsere Beziehung war schon immer schön. Es gibt natürlich Zeiten, wo die Beziehung für beide vielleicht schwer ist. Jetzt als Beispiel da, wo wir die Fehlgeburt zum Beispiel hatten. Mhm. Das war natürlich
irgendwas, was die Beziehung irgendwie... Was heißt? Voll viele sagen, das belastet die Beziehung. Ich finde, bei uns hat es eigentlich nicht belastet. Das hat es eher, wenn dann noch mehr enger noch zusammen gemacht. Ja, ich finde Aber es ist halt einfach ein Tiefpunkt allgemein einfach in der Beziehung. Ja, aber ich finde nicht mal so richtig in der Beziehung, weil das hat ja mit der Beziehung an sich ja eigentlich fast nichts zu tun, so, oder? Also ich finde, es ist... Natürlich ist es für uns also schrecklich, so was passiert ist, aber das hat ja eigentlich nichts mit der Beziehung zu tun, oder? Ganz kurz, ich muss, also wenn wir mal darüber reden wollen oder ich ein Video dazu mache, auf YouTube haben das vor vielen noch gar nicht mitgekriegt, weil die mir nur auf YouTube folgen. Und die waren beim letzten Video, da habe ich ganz kurz irgendwas drüber gesagt. Also nicht drüber geredet, aber ganz kurz so halt gesagt. Und da waren voll viele so, hä, was ist passiert und so. Ja, dann, also wir können ja auch mal dann noch ein, oder du kannst dann mal noch ein größeres Video nur über das Thema machen, ja, wenn es die Leute interessiert. Es war natürlich ein Tiefpunkt für uns beide, aber ich finde trotzdem, dass es uns enger zusammengebracht hat. So. Ja. Und ansonsten gibt es auch immer wieder Phasen, keine Ahnung, manchmal läuft es halt besser, manchmal läuft es halt, fuckt man sich manchmal ein bisschen mehr ab, aber eigentlich gar nicht. Also ich finde schon so, seit wir ein Baby haben, das ist aber glaube ich fast in jeder Familie so, ist auch das Potenzial für mal Diskussion oder Streit, wie sagt man so, für Ja, einfach höher, wenn man sich auch nur das Beste für das Baby will und wenn man halt mal eine verschiedene Meinung hat, dann diskutiert man halt mehr drüber. Man ist auch allgemein einfach gereizter, weil man weniger schläft, weil man nicht so erholt ist, weil man, weil es einfach anstrengend ist, auch ein Baby zu haben. So. Aber ich finde, also natürlich streiten wir uns auch ab und zu mal oder diskutieren mal jetzt aber öfter als früher, deutlich öfter als früher. Ach so, ja. Aber es sind keine riesen Streits irgendwie, wo... Nee. Wo wir dann, keine Ahnung, einen Tag nicht miteinander reden oder aber, so. Nee, das, aber ich finde nicht mal, dass wir uns oft streiten. Wir haben uns auch nie oft gestritten. Nö, das überhaupt nicht. Also im Gegensatz zu anderen Beziehungen auf keinen Fall. Aber wir sind richtig kompromissfreudig. Manchmal fucken wir uns vielleicht ab, aber dann reden wir drüber und dann sind wir, also weißt du, dann finden immer eine richtig gute Lösung. Ja, meistens schon. Also ja, fast immer eigentlich, ja. Ja. Und ja, wir diskutieren halt ein bisschen öfter seit Laie, aber... Ja, aber das ist ja ganz normal. Also ich glaube, in jeder Beziehung so. Ja. Also jede Familie, die irgendwie ein neues Baby an Bord hat. Was war eigentlich nochmal die Frage? Achso, ob unsere Beziehung immer gleich schön war. Ja, genau. Aber ich würde sagen, so zu... Also 95% von unserer Zeit war eigentlich meistens schön und gut. Und es gab mal schlechtere Tage, aber... Also das sind das wirklich, passiert auch immer. Wirklich halt Ausnahmen. Auch so. Nee, ich finde auch, wenn dann mal irgendwie Scheiße passiert und man sich irgendwie streitet oder irgendwas ist und man das dann halt zusammen klärt und miteinander ausmacht und irgendwie einen Kompromiss findet oder so, dann ist danach auch immer wieder besser als davor. Ja. Weil du irgendwie so komplett unbelastet dann bist und dann bist du wieder... Dann ist einfach immer wieder wie so ein Mini-Neuanfang irgendwie nach so einem Streit. Ja. Weißt du, ich meine? Ja. Ich weiß, was du meinst. Also ich will mich jetzt nicht öfters mit dir streiten, deswegen aber... Lass einmal jetzt jeden Tag streiten, dass wir immer... Neuanfang haben. Okay, sollen wir noch eine Frage machen? Jetzt your fucking turn. Ja, ich habe noch nie mal zu Ende gegessen. Alrighto. Ich nehme gerade meinen Nagel. Das findest du jetzt sau eklig als Löffel. Oh nee. Spaß! Mann, wie soll ich halt meinen Salat essen? Ist es halt zu Hause, das ist fertig. Aber ich mach doch einen Mukbang. Digga, du benutzt hier einen Nagel als Löffel, also... Ja. Okay, letzte Frage für dieses Video. Wann ist die Hochzeit geplant? Fragt Gina Maria. Also, wir haben kein konkretes Datum. Was ist? Also, wir haben kein konkretes Datum. Wir haben kein konkretes Datum. Bis dato kein konkretes Datum. Oh Mann. Aber... Ich würde sagen, so 2024 ist ein gutes Jahr. Ja, also 2024/25 würde ich mal sagen. Weil, ich muss euch ganz ehrlich sagen, wir wollen 2 Kinder haben insgesamt. Oh yes. Optimalerweise. Wenn irgendwann ein drittes kommt, dann Yalla Habibi, ist mir auch wurscht. Aber wenn, ein zweites Kind noch so schön für Laia, so ein Geschwisterchen zum Spielen irgendwann. Und dann möchte ich danach meine Brüste machen lassen und danach bin ich bereit, um zu heiraten. Damit alles sitzt in meinem Hochzeitskleid. Also in 6 Jahren ungefähr. Also muss halt zweites Baby, erstmal Schwangerschaft, dann ist es da, dann erstmal ganze Stillzeit, keine Ahnung, wie lange das geht, weiß man ja nie. Und dann OP, 6 Wochen abheilen und dann können wir.
Ja, also ihr hört schon raus. Aber das haben wir jetzt nicht daran festgemacht. Wir wollten einfach, dass Laia ein bisschen älter ist. Wir wollen eine schön, geile Hochzeit halten und auch ein bisschen Budget reinstecken. Wir fänden es schön, wenn beide unsere, also hoffentlich irgendwann, wenn wir zwei Kinder hoffentlich mal haben, beide Kinder vielleicht schon auf der Welt sind und beide Kinder schon am Start sind, dass sie das auch so miterleben. Wäre schön, wenn die, ja, habe ich jetzt schon dreimal gesagt, wenn die dabei wären. Dann wollen wir, wie Marci jetzt schon gesagt hat, ein bisschen, also eine richtig schöne Hochzeit machen, auch mit entsprechendem Budget, und da wollen wir halt auch noch ein bisschen Geld verdienen und noch Geld beiseite legen und so. Und außerdem finde ich, wir haben jetzt schon so voll viel in unserer Beziehung, was so krass ist, obwohl wir voll jung sind, so abgehakt. Erstes Mal zusammenziehen, gemeinsame Wohnung halt, dann Kinder, wir sind schon verlobt, Schwangerschaft, so weißt, da ist schon so voll viel, was so voll krass eigentlich ist, so alles auf einmal passiert in einem Jahr. Und wir haben keinen Druck. Wieso sollen wir das jetzt so voll übers Knie brechen? Und es ist auch voll schön, sich das noch so... was denn, das sagt man so? Das Knie brechen. Wieso bin ich so überbelichtet, Digga? Digga. Ah. Ja, außerdem ist es voll schön, auch so ein bisschen Vorfreude zu haben, so lange zu planen und sich... Ja, ja. Mhm. That's the reason why, man. That's the reason why. Wir haben überhaupt keinen Zeitdruck und es ist schön. Und deshalb... Ja, wir laufen uns ja auch nicht gegenseitig weg. Jetzt zumindest. Also, beenden wir das Video, oder? Na gut. Mann, nur wegen dir. Also, Freunde, wenn es euch gefallen hat und ihr, nächste Woche kommt wieder ein Mukbang, oder? Mit Peyton. Jeden Sonntag, jo. Also, Freunde, ab jetzt jede Woche Sonntag Mukbang am Start mit diversen Leuten. Nächste Woche kommentiert ist... mal, was für Leute wir haben. Nächste Woche ist Peyton am Start. Abi. Und Peltenabler. Ja, schreibt einfach in die Kommentare, mit wem das nächste Mukbang sein soll, damit ihr mich nicht mehr ertragen müsst. Und genau. Mal wieder mit Luciano vielleicht, Marcello, why not? Ja, so viele Menschen gibt es auch nicht mehr zur Auswahl. Ja, ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch wünscht. Unge oder so. Hit me up, Digga. Diggi was, get up. Okay, heide. Sag Madla Falla Favla Favlo Flu. Warte. Mal hab die Madla Maschala Schabala Schmöck. Und die echten. Wie geht's nochmal? Die anderen Blender bleiben, wo kacken sie ja noch für dich. Haben uns gefunden, außer die Ekeln. Danke, nicht vergessen, dann liken wir uns das ganz bald mit einem neuen Video wieder. Und bis dahin, tschüss, Jella Habibi und haut rein. Heide, wir sehen uns am Dienstag. Ciao, ciao.